1, 2, 3. Was da bei dir im Rucksack spricht. Ich bin nur denkt. Ja, kann anfangen. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim SC Spelle Fanhaus. Die Partie des SCSV gegen den SV Meppen endete 0-3, Halbzeit 0-1. 3.746 Zuschauer bedeuten ein ausverkauftes Stadion. Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher, vom Ausgang her vielleicht nicht so, wie der SCSV sich gewünscht hat. Das erste Wort hat der Gästetrainer Adrian Alibor. Ja, also erstmal muss ich sagen, dass hier alles perfekt vorbereitet worden ist für ein ganz, ganz tolles Fußballfest. Man hat einfach an jedem Tag auch in der Woche gemerkt, wie wichtig dieses Derby ist, wie wichtig dieses Spiel ist. Und dementsprechend wussten wir, worauf wir uns einlassen, dass es heute ein ganz schweres Spiel wird und dass es auch entscheidend sein wird, diesen Derby-Charakter anzunehmen. Wir sind ganz ordentlich ins Spiel gekommen, hatten eine gute Einschussmöglichkeit durch Willi Evsejew und haben so im Laufe des Spiels in der ersten Halbzeit da nicht so ganz den Zugriff gehabt, haben ein paar Kontermöglichkeiten zugelassen, wo wir einfach auch großes Glück gehabt haben, nicht in Rückstand zu geraten. Und das Spiel war phasenweise auch auf Messerschneide, wo ich unserem Torwart Benno Schmidt ein großes Kompliment heute machen muss, der uns da wirklich im Spiel gehalten hat und ja eine hundertprozentige pariert hat. Es war, glaube ich, eine ganz entscheidende Szene und hinten raus in der zweiten Halbzeit sind wir dann auch über Konter ein paar Mal gefährlich geworden, haben dann das 2-0 gemacht, waren gut ausgespielter Konter, haben dann ein paar Mal versucht vergessen, den Sack zuzumachen, weil wir da einfach mit den Möglichkeiten leicht fertig umgegangen sind. Und so war es hinten raus. Dann mit dem 3-0 dann auch entschieden. Großes Kompliment an unsere Fans. Die haben Auswärtsspiel gefühlt zum Heimspiel gemacht, haben uns wahnsinnig gut unterstützt, super supported. Und insgesamt sind wir froh, dass wir das Spiel gewonnen haben. Es hätte auch andersrum laufen können. Da haben wir aber das Glück heute auch auf unserer Seite gehabt, vielleicht auch ein Stück weit erzwungen. Und großes Kompliment, Hanjo, an eure Truppe. War top eingestellt. War ein ganz schwieriges Spiel für uns und wünsche euch viel Erfolg für die nächsten Spiele. Danke, Adrian. Hanjo, deine Worte zum Spiel. Ja, ich schließe mich deinem Dank an. Also erstmal vielen Dank für die netten Worte, Adrian. Euch natürlich auch einen Glückwunsch zu diesem Sieg. Bevor ich zum Spiel komme, möchte ich aber da anschließen, was Adrian auch am Anfang gesagt hat. Ich fand, das war heute ein wirklich richtig geiles Spiel mit allem, was da dazugehört. Die Sonne ist rausgekommen zum Schluss sogar noch. Der Verein hat das hier überragend vorbereitet. Also ganz, ganz großes Lob an alle, die da mitgewirkt haben. Und ich glaube, wir haben auch auf dem Platz einen wirklich geilen Fight gebracht. Den Unterschied, den ich heute zwischen dem SV Meppen und dem SCSV gesehen habe, das war die Effizienz. Wir haben unsere Tore unsere Chancen leider nicht verwertet. Ich denke, wir hatten die Chance, in Führung zu gehen. Wir hatten die Chance, auszugleichen in einer Phase, in der wir auch mehr vom Spiel hatten. Das hatte Adrian ja gerade gesagt, da hält der Benno Schmidt den Ball wirklich überragend, soweit ich das von meiner Position sehen konnte. Da waren gefühlt 200 Leute davor. Und dann ist es letztlich so ein Spiel, wie wir es schon oft hatten, dass wir wirklich auch in der Nähe eines Punktes waren, vielleicht sogar eines Sieges waren. Der Sieg ist natürlich heute doch ein bisschen aufgrund des Spielverlaufs weiter weg gewesen, aber wir waren in Schlagweite zu einem Punkt. Und ich glaube, dass wir einfach weitermachen müssen. Das hört sich so nach Durchhalteparolen an, weil wir natürlich auch für unsere Leistungen einfach zu wenig Punkte haben. Aber mir macht dieser Auftritt dieser Mannschaft heute wirklich Mut. Und wenn man sich dann anschaut, wer heute gespielt hat, das sind wirklich Jungs, die hier aus Spelle kommen, die sich überragend entwickelt haben in den letzten Jahren, jetzt in der Regionalliga auch komplett angekommen sind. Und auf der anderen Seite ist es für uns unfassbar bitter, wie diese letzte Woche verlaufen ist, dass wir zusätzlich zu Marcel Ruschmeier noch Hubi Elpermann und Leon Doske als Innenverteidiger verloren haben. Das ist ganz, ganz bitter und dann, ich könnte anfangen zu heulen, wenn ich dann an Torben denke, dass unser Kapitän wieder mit einem wahrscheinlich muskulären Problem runtergehen muss.
Also Torben ist nun wirklich ein Vorzeigeathlet und Fußballer, und dass ihm das jetzt in diesem Jahr, das ich glaube zum dritten Mal passiert, das ist Wahnsinn. Aber auch das, dass unser Kapitän, unser Leitwolf da ausgewechselt werden muss und die Mannschaft trotzdem so weiterspielt, das nötigt mir ganz, ganz großen Respekt ab. Und ich bin wirklich stolz auf diese Mannschaft, das, was wir heute hier mit der Mannschaft, aber auch mit dem Verein geleistet haben. Danke, Hanjo. Gibt es noch Fragen an die Trainer? Das ist nicht der Fall. Damit beende ich die Pressekonferenz. Adrian, gute Heimfahrt. Ist ja nicht so lang diesmal. Gott sei Dank. Tschüss, das war's.